Und ich kann jetzt nur sagen, wacht auf, ihr Schlafmützen, ihr Nasenbären, die glauben, naja, jetzt noch 2, 3, 4 Monate, vielleicht noch zum Ende des Jahres und dann wird alles besser. Wacht auf, ihr seid Schlafmützen und ihr müsst endlich aufwachen. So bricht die Regierung ihre Corona-Versprechen. Schule, Impfung, Grundrechte. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Es ist der 31. Juli 2021, Samstag. Heute und morgen finden in Berlin Demos gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung statt. Für unsere Grundrechte, kann man auch sagen. Es sind Demos für unsere Grundrechte. Die wurden im Laufe der Woche verboten. Das Verbot hat, glaube ich, immer noch Bestand. Dennoch finden diese Demos zum Teil statt. Ich habe es im Internet gesehen. Finde ich sehr mutig und sehr gut, dass die Leute das machen. Und der Skandal ist ja der, dass es verboten wurde. Letzte Woche gab es den Christopher Street Day, also eine ganz große Veranstaltung in Berlin. Man sagt mit bis zu 80.000 Teilnehmern, die nachweislich in ganz großer Zahl ohne Maske, ohne Abstand gefeiert haben. Die Polizei hat es in ihren sozialen Netzwerken dann auch so verbreitet, dass das ganz toll gelaufen ist und alles wunderbar ist. Sonne scheint, Frieden, Freude, Eierkuchen. Ja, aber diese Veranstaltungen der, ja, sagen wir mal, der Querdenker-Szene werden verteufelt. Unverständlich. Also wer da nicht aufwacht und sagt, Moment mal, da wird ja mit zweierlei Maß gemessen, das kann doch nicht sein. Und ich zeige jetzt einfach mal die ein paar Schlagzeilen von der Bild von dieser Woche. Und auch von ein paar anderen Zeitungen, einfach mal zu zeigen, was die so von sich geben. Hier vom Mittwoch, 28. Juli, finde ich sehr gut. Horrorpapier vom Robert-Koch-Institut. Bild entlarvt die neue Corona-Panikmache. Wunderbar. So muss man aufmachen, eine Zeitung. Als Gegenbeispiel, auch vom 28. Hier schreibt die Abendzeitung München, Ladenschluss AD. Ja, als ob jetzt die Ladenschlusszeiten, dass die jetzt für manche Geschäfte aufgehoben werden, als ob das ein Vorteil wäre. Es wird bald keine Ladengeschäfte mehr geben. Die gehen pleite nacheinander. Dann die TZ bzw. die Tyrannenzeitung. Auch am 28. spricht von den neuen Reiseregeln, Quarantäne, grüner Pass und Co. Ja, hier eine wunderbare Familie. Die sich offenbar freut auf die Reisen und auf die Reiseregeln. Naja. Dann wieder die Bild, Donnerstag, 29. Uns beherrscht die Politik der Angst. Der Corona-Wut-Kommentar von Bildautor Ralf Schuler. Da auch eine wunderschöne Schlagzeile, die mir gefällt. Und dann gestern am Freitag, am 30. Juli 2021, Inflationsschock, alles wird teurer. Das Resultat dieser Politik: Es wird jeden treffen und jeder wird irgendwann aufwachen. Ah ja, beinahe vergessen noch, Dienstag, 27. Juli 2021, so bricht die Regierung ihre Corona-Versprechen. Schule, Impfung, Grundrechte. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Das muss doch jetzt mal jemand mitbekommen. Das sind diese Schlagzeilen, die ich jetzt kurz gesammelt habe. Die Zeitungen habe ich gekauft, die Bild-Zeitung, AZ und TZ nicht. Die habe ich auf anderen Wegen bekommen, dafür würde ich kein Geld ausgeben. Und was mich sehr erschreckt hat, ist das hier aus der Bild auch. Frankreich lässt Impfstoff von Moderna für 12- bis 17-Jährige zu. Und Israel entschied derweil ab August Corona-Impfungen für Kinder mit Vorerkrankungen zwischen 5 und 11 Jahren zuzulassen. Zwischen 5 und 11 Jahren zuzulassen. Leute, wenn es so beginnt, dann wird es auch zu uns, bei uns ankommen, diese Welle, diese Impfwelle und diese Erlasse. Und ich kann jetzt nur sagen, wacht auf, ihr Schlafmützen, ihr Nasenbären, die glauben, naja, jetzt noch 2, 3, 4 Monate, vielleicht noch zum Ende des Jahres und dann wird alles besser. Wacht auf, ihr seid Schlafmützen und ihr müsst endlich aufwachen. Ich wünsche dennoch ein schönes Wochenende.